Zero. So, herzlich willkommen zurück. Und jetzt heißt es, auf geht's. Da ist ein Hebel für den Aufzug. So könnten Sie vielleicht entkommen. Aufzug aktivieren. Ja, natürlich. Und jetzt kommt eine Cutscene, glaube ich. Oh, kann das Ding nicht schneller fahren? Obwohl, wenn man die Wand anguckt, eigentlich fährt es ziemlich schnell. Oh, oh, was war das? It's the Queen! Jetzt sieht's ja noch hässlicher aus. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Repeat. Who activated the self-destruct system? Come on, can't this thing move any faster? Ja. Ja und? Aha. Shit! Oi. Das Vieh ist nicht gut auf uns zu sprechen. Das steht schon mal fest. So, das war's jetzt erstmal damit. Den haben wir schön Säure. Ist aber noch nicht vorbei, Leute. Glaubt das mal nicht. Billy, you can't handle sunlight. We need to open the windows. Follow me. So, Rebecca bräuchte jetzt normalerweise gar keine Waffe mehr. Bedienungs. Gehen Sie wie folgt vor. Um den Helipod im Notfall zu öffnen, Speere lösen. Ja, das macht alles Rebecca. Aber wir werden hier noch eine kleine Veränderung vornehmen. Genau. Kombinieren. Und dann könnte sie uns mal noch sicherheitshalber ein Spray geben. Nur sicherheitshalber. So. Sie hat die gar nicht ausgerüstet. Ach, nicht möglich. Naja, wir laden ja mal trotzdem nochmal nach. So. So. Jetzt müssen wir einfach das Mistvieh von ihr abhalten, dass quasi zu uns kommt. Das ist eine schon fertig. Los, Rebecca. So. Staune, ja. Wir haben bis jetzt keinen Schaden gekriegt. So, jetzt ist sie damit auch fertig. Mal sehen, wo sie als nächstes hin muss. Und meine Waffe ist alle. Hui. Jetzt heißt es schroten. Moment mal, die kann ich jetzt auch. Ach nee, wir haben ja noch die Granaten. Aber wir machen jetzt den Rest mit Schrot.
Oh, lad nach, Billy. Hoffentlich kommt sie da raus. Jetzt hat er mich doch einmal getroffen. Ja, ich könnte ja auch im... Ja, der mal im Menü geht. Ach, jetzt hat er. Komm, Rebecca. Ist das jetzt das vierte gewesen? Aber ihr seht, der hat mich einmal getroffen. Ich bin schon auf Vorsicht. Und Billy hält ja mehr aus. Ja, das war's. Jetzt genießt die Cutscene. Na, sagt er noch was? Hey, Queenie! Feast on this! Ja, fahr zur Hölle, du Dreckstück. Oh oh. Billy! Rebecca, hurry! Na bloß gut, dass wir jetzt hier nicht noch flüchten müssen. Ja, und wieder mal ein Anwesen komplett in die Luft gesprengt. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Ja, und das war's mit Resident Evil Zero. Und habt ihr gerade da unten die Villa gesehen? Das war die von Resident Evil Remake. Also von dem Remake. Das Herrenhaus. Ja, was kann ich zu dem Spiel sagen? Also mir gefällt es sehr gut. War auch gar nicht mal so schwer jetzt, wie ich annahm. Wie ich in Erinnerung hatte, sag ich mal so. Und also ich werde es bestimmt irgendwann nochmal spielen.
Vielleicht versuche ich dann auch mal einen schwierigen Schwierigkeitsgrad. Also mir würde schon mal interessieren, wie es auf normal oder auf schwer ist. Und ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht so laut. Ich muss jetzt bei mir immer ein bisschen leiser drehen. Ja, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, was ich jetzt als nächstes mache, wird wahrscheinlich auch ein Resident Evil Teil sein, aber ich weiß noch nicht genau welcher. Lasst euch überraschen. Und ich sage mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Projekt. Und ich lasse hier die Credits noch ablaufen, ne? Tschüssi.